My secret playground. Danke an die Damen und Herren. Florian, ich gehe mal hier kurz rüber zu dir. Florian Herzberg, du bist der Mastermind, kann man so sagen. Ich habe dich jetzt so ein bisschen beobachtet. Du standst ja hier hinter deinen Gerätschaften, nennen wir es mal so. Wir wollen ja nicht zu kompliziert werden. Ja. Und du hast ja wirklich dirigiert. Genau, ich leite seit 2 Jahren eine Session, also da habe ich auch die ganzen Leute kennengelernt darüber und dadurch hat sich irgendwie entwickelt, diese Zeichensprache, weil ich mit vielen fremden Musikern spiele, die ich das erste Mal auf der Bühne treffe, in dem Fall natürlich nicht, dadurch hat sich diese Zeichensprache ergeben mit so und so und das habe ich jetzt also, irgendwie beibehalten. Sah toll aus. Also du bist, danke. Du bist quasi so der James Last 2016, kann man sagen. Genau. Ich hoffe, ich war auch so erfolgreich. Genau. Florian, man hört es vielleicht an deinem Dialekt ein bisschen. Du kommst ja gebürtig aus Österreich. Lebst jetzt seit nicht aus Bayern hier, ja? Österreich. Ja. Und du wohnst jetzt seit ein paar Jahren in Berlin. Inwieweit würdest du sagen, hat sich die Stadt auf deine Musik abgefärbt? Ah, definitiv. Also die Musikszene in Berlin ist, glaube ich, einer der besten. In New York war ich ja so nicht, aber was man hört von Leuten, die aus Amerika und aus England kommen, ist Berlin Quatsch. Einfach perfekt, weil man alle Leute trifft, die man mag. Ja. Das war der Daumen hoch an unsere Stadt. Um auch zu sagen, das Multikulturelle hat mir auch sehr gefallen, was jetzt gerade in Österreich ein schwieriges Thema ist, ohne jetzt näher darauf einzugehen. Aber und das schlägt sich dann auch in der Musik nieder? Definitiv, färbt das ab, die Genres, die die Leute einbringen. Nicht vielleicht so stark ist bei mir, aber ein bisschen auf jeden Fall, definitiv. Mhm. Kurz Umarmung, weil wir umarmen Schwaben und auch Österreicher. Das ist so Programm. Nur, dass du das geht gerade. Ja, das geht gerade so. Ihr heißt ja My Secret Playground. Du hast auch gerade von deiner Veranstaltungsreihe Secret Sessions gesprochen. Genau. Was ist daran so geheim? Also Radio 1 Live-Radioshow ist auch so eine Veranstaltung. Also My Secret Playground war der Bandname, den es jetzt seit 7 Jahren gibt oder so. Und ganz plump gesagt war das einfach dann die Ableitung, My Secret Session, eine Session zu machen. Also steckt jetzt hinter My Secret Session jetzt nichts Geheimnisvolles. Hinter My Secret Playground vielleicht schon so am Anfang. So man meine, probiert sich so aus und genau, das hört sich genau. auch gut an. Aber es sind keine geheimen Veranstaltungen. Also man kann sie auf mysecretsession.com oder mysecretplayground.com findet man alle Termine. Also es ist nichts im Hinterstübchen. Die Zeiten sind, glaube ich, in Berlin auch vorbei mit den geheimen Veranstaltungen und so weiter. Ja. Und suchst dir also immer Musiker, mit denen du Lust hast, zusammenzuarbeiten oder die sich bei dir melden? Oder? Für die Session, genau. Bis jetzt 120 Musiker, die mitgemacht haben in den letzten 2 Jahren. Und auf einmal? Nein. Schön wär's. Das können wir auch ausprobieren. Dann wär's James Last.
Das genau. Ja? Ja, guter Ansatz. Das wäre ein guter Ansatz. Wir werden die Bühne ein bisschen ausbauen. Wenn wir die Location bekommen, dann mache ich das. Ja. Gut, wir kommen auch zurück. Kein Problem. Florian, du bist etwas außer Atem. Ich wollte dich jetzt einfach mal fragen. Genau. Ist es eigentlich blöd, nach einem Konzert interviewt zu werden? Das ist eigentlich ein bisschen wie ein Fußballer, ne? Nee, gar nicht. Nee, geht. Also, ich bin nur verschwitzt, aber das ist normal. Aber sonst geht's. Gut. Alles gut. Gut, dann ist er ja in Topform. Ich würde gerne noch was hören. Ja, machen wir. Ja, spielt ihr uns noch ein? Die nächste Session. My Secret Playground. Thank you.
Applaus, Applaus, Applaus! My Secret Playground!